Stellt euch vor, ihr könnt einen Bungalow kaufen für 130.000 Euro mit dieser wunderschönen Aussicht und einer Dachterrasse. Hallo Freunde und willkommen zurück zu unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Vadim und auf diesem Kanal findet ihr die besten Immobilien mit den bestmöglichen Preisen in der Region von Alicante in Spanien. Und heute, meine Freunde, zeige ich euch eine Immobilie für 130.000 Euro mit drei Schlafzimmern, Dachterrasse, einem riesengroßen Balkon mit einer wunderschönen Aussicht über die Salinas von Torrevieja, mit Gemeinschaftspool und das alles hier in Guaramá, in El Moncayo. Hier ist die Immobilie auf der linken Seite, man geht die Treppen hoch. Wir haben wirklich eine sehr ruhige, eine schöne Gegend, wie ihr sehen könnt, alles super schön gepflegt. Viele Deutsche hier übrigens. Der Strand von Guaramá ist wunderschön. Wir haben viele Parks hier in der Nähe. Wir haben, die Stadt Guaramá ist einen Katzensprung entfernt. Torrevieja La Mata ist auch 2 Minuten entfernt im Auto. Und ja, ein gutes Objekt für einen guten Preis, 130.000 Euro. Und ich bin mir sicher, es wird schnell verkauft sein, denn es ist wirklich eine gute Investition. Wir haben Kamin sogar dort, viel Sonne, ganz wichtig auch. Der Pool auch, wie gesagt. Und wirklich ruhige Gegend. Also, jetzt gehen wir mal hoch. Wir schauen uns mal alles von innen an. Komm mit. So, wir gehen hoch. Wir haben einen Nachbarn auf der rechten Seite hier. Einen Nachbarn. Und da haben wir hier unseren Eingang. Kommt mal rein. Und ihr seht beim Reinkommen, und man hat sofort das Gefühl, viel Platz, sehr geräumig, sehr hell. Und auf der rechten Seite kommt uns direkt ins Auge diese wunderschöne Aussicht auf die Salzseen von Torrevieja, von La Mata. Und wir haben keine Nachbarn davor. Es ist niemand dort. Kommt mal raus. Große Terrasse, also großer Balkon. Etwas ungepflegt, weil ganz lange war hier keiner. Und wir haben Aussicht über die Zitronenbäume. Granatäpfel sind hier. Der Naturpark von La Mata. Also man sieht wirklich alles. Wir haben keine Nachbarn. Nur unten, aber die stören uns gar nicht. Aber ansonsten wirklich viel Privatsphäre, was natürlich auch für den Urlaub und für die Feriengäste, falls ihr es vermieten möchtet, sehr wichtig ist. So. Komm mal wieder rein. Und zwar jetzt, das ist auch interessant, Kamin. Ich habe wirklich viel Erfahrung. Ich arbeite schon seit 6, 7 Jahren hier als, in der Immobilienbranche. Jetzt mittlerweile als Geschäftsführer, schon seit 3 Jahren. Und ich muss sagen, ich habe wirklich selten, also ich sehe selten Kamine. Auch in Einfamilienhäusern gibt es nicht oft Kamine. Aber hier in dem Fall haben wir einen Kamin im Bungalow. Und im Winter, Freunde, wenn ihr was kauft und im Winter hier seid, ist es arschkalt. Es ist echt kalt. Und wenn man so einen Kamin hat, den macht man an. Also es ist wirklich super schön warm drin. Also 24, 25 Grad ist ganz normal. Also wirklich eine gute Option, den Kamin zu haben. Und ist was Besonderes. Klimaanlage haben wir auch. Viel Platz. Küche. Auch geräumig. Kann man alles renovieren. Essbereich. Also wirklich schön viel Platz. Gefällt mir. So. Dann haben wir hier der Schlafbereich. Treppen nach oben, Badezimmer mit Badewanne. Das erste Schlafzimmer etwas kleiner. Und hier dann das zweite Schlafzimmer mit einem Bauschrank, ein bisschen größer als andere. So, die Treppen führen hoch zum dritten Schlafzimmer oder halt zum Büroraum. Komm mal hoch. Okay, das zweite Stockwerk hat diesen zusätzlichen Raum hier, den man als Schlafzimmer nutzen kann, als Büroraum oder einfach als Abstellraum sozusagen für eure Sachen. Aber die Eigentümer nutzen es derzeitig als Schlafzimmer. So, und jetzt gehen wir mal raus und wir können wieder diese wunderschöne Aussicht hier von der Dachterrasse sehen. Und die Dachterrasse geht einmal komplett rum, hier über den ganzen Bereich. Wir haben viel Platz, wie ihr sehen könnt. Und natürlich, was mir gefällt, viel Privatsphäre. Das heißt, der Nachbar rechts zum Beispiel hat nicht die Terrasse, die guckt nicht zu uns. Auf der rechten Seite der Nachbar. Und zwar, wir haben hier wirklich viel Privatsphäre, eine wunderschöne Aussicht, viel Sonne. Und ihr könnt hier grillen, mit euren Freunden hier die Zeit verbringen oder halt was auch immer alles machen. Sich sonnen und dann natürlich die wunderschöne Aussicht hier genießen. Und das alles, Freunde, für 130.000 Euro. Wo kriegt ihr sowas für 130.000 Euro? Also erstens sind wir, glaube ich, die einzige Agentur, die sowas überhaupt anbietet hier für den Preis. Ihr könnt gerne auf den Markt gehen und gucken, was man für 130.000 Euro jetzt bekommt. Auf jeden Fall nicht sowas. Auf jeden Fall nicht so eine Aussicht. Privatsphäre.
Drei Schlafzimmer. Okay, lass es zwei sein, zweieinhalb, wenn ihr das obere nicht zählen möchtet. Cool. Wo man übrigens hier runter geht und den Eingang nutzen nur drei, vier Nachbarn. Schaut mal, man hat hier den Weg hier, geht nach links, hat man da den Eingang zum Pool durch die Bäume dort. Also viel Grün, sehr viel Privatsphäre. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns bald in Spanien.